Donetsk, Frühjahr 2016. Die Republiken bestehen seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren bestimmt der Krieg diese Region. Der Donbass ist ein Mysterium für viele. Ein blinder Fleck, wenn es um die alltägliche Realität geht. Man weiß von Artilleriebeschuss und von Heldengeschichten. Man weiß von humanitärer Katastrophe und Leid. Man weiß von militärischer Lage. Man weiß von Sensationen und Emotionen. Was sonst weiß man? Nichts. Niemand kennt die wirklichen Details. Sie werden nicht thematisiert in den Abendnachrichten oder in Reportagen zur besten Sendezeit. Also existieren sie nicht. Im Westen hält sich immer noch der Narrativ einer Region unter pro-russischer, separatistischer Kontrolle, beherrscht von maskierten Terroristen, die von Russland unterstützt, wenn nicht sogar gesandt wurden, um im Auftrag des Kreml die Ukraine zu zerstören. Dieser Film wirft einen Blick in das Innere der Republiken. Was ist Realität und was ist Paranoia? 12 Monate Dreharbeiten in Donetsk und Umgebung gehen der Frage nach: Was ist die Donetsker Volksrepublik? Wie ist sie und wie lebt es sich dort?